Gewitter und Hagel, das haben sicher schon viele Menschen mit eigenen Augen gesehen. Aber das, was am Freitag in Reutlingen, südlich von Stuttgart, vom Himmel kam, das war echt extrem. Geradezu winterlich sah es nach den Niederschlägen aus. Dabei erwartet man Anfang August doch wohl eher sommerliches Wetter. Es fiel so viel Hagel, dass manche Straßen ganz in Weiß erstrahlten. An einigen Stellen in der Stadt hatte sich bis zu 30 cm Hagel angesammelt. Es mussten Räumungsfahrzeuge losgeschickt werden, um den Straßenverkehr wieder möglich zu machen. Eine Bilanz der möglichen Schäden lag zunächst nicht vor.